back from the dead. Freitag, der 26. April 2019. Willkommen zu einer neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Und ja, wir fangen hier direkt mal an mit einem Geschenk von Melone. Richtig nice. Wir schauen mal direkt rein, was es gibt. Melone haut diesen geilen Dance hier raus. Kommen wir gleich nochmal zu. Dank dir, Melone. 4 Tage in Folge mit Geschenken von dir. Ist unglaublich. Vielen, vielen Dank, Melone. Geiler Dance auf jeden Fall. Schauen wir mal gleich nochmal genauer rein. Also, schauen wir mal rein in den Itemshop, was wir heute so drin haben. Also, wir fangen nochmal auf der Feature-Seite an. Ihr wisst ja, Marvel-Sachen sind reingekommen. Ich weiß gar nicht, wieso Epic immer den Startscreen hier nimmt für die hier. Weiß ich auch nicht genau. Also, natürlich ist Black Widow drin. Black Widow ist am Start und die kommt mit 2 verschiedenen Outfits. Einmal in rothaarig und einmal in blond. Richtig nice. Und natürlich auch mit dem Widow's Pack als Backpack. Da seht ihr hinten so diese beiden Stäbe, die hat. Diese Stromstäbe, die auch aus den Filmen kennt. Und hier auch nochmal richtig geile Details. Natürlich alles übernommen von Marvel. Absolut geil. Richtig cool. 1500 V-Bucks. Da gehen die Grüße nochmal raus. Vielen Dank für die Geschenke heute, was ich im Stream bekommen habe. Passend dazu natürlich auch Widow's Bite. Das ist das Harvesting-Tool. Auch absolut nice, 800 V-Bucks und natürlich dran denken, eigene Rarity, also die Marvel Rarity. Wir dürfen wahrscheinlich nochmal ein paar andere Sachen erwarten von Marvel demnächst, bin ich übelst gespannt. Natürlich auch ein eigener Emote dabei. Extra für Black Widow, richtig geil. 200 V-Bucks auch davon, Part von dem Avengers-Set natürlich. Absolut nice, muss ich sagen, richtig geil, gefällt mir übelst. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu den Dailies. Und da haben wir nämlich den guten Herrn hier drin. Und ja, der war schon ein bisschen länger nicht mehr drin. Cloudbreaker, 1200 V-Bucks. 135 Tage ist das Ganze her, dass wir den guten Herrn hier das letzte Mal gesehen haben. Richtig krass, muss ich schon sagen, vom Aviation Age Set ist schon ein bisschen her. Ist ein ganz cooler Skin, 1200 V-Bucks, kommt leider ohne Backpack daher, muss man sagen. Aber an sich eigentlich ein cooler Skin. Ja, dann ist der Ranger wieder drin, so ein klassischer 800er Skin, den man sich eigentlich gönnen kann, für alle, die 800er Skins sammeln. Vor 74 Tagen ist das letzte Mal drin, also auch schon ein bisschen was her. 800 V-Bucks für den guten Herrn hier, eigentlich auch ein ganz cooler Skin. Dann haben wir Modern drin. Ja, ich stehe ja nicht so auf die meisten Gleiter, die so ganz normal aussehen. Allerdings hier was extrem Besonderes. 500 V-Bucks für den hier. Und das ist einer der seltensten Items, die wir drin haben, wenn denn meine Informationen hier stimmen. Und zwar vor 368 Tagen war der das letzte Mal im Shop. Also, ich weiß nicht, was heute los ist mit Epic, aber die hauen echt krasse Sachen raus, beziehungsweise seltene Sachen raus. Ja, 368 Tage, das letzte Mal im Shop gewesen. Absolut krass, oder? Also crazy shit, was heute los ist. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch mal direkt zum nächsten, zu Stumpy. Ja, ich dachte schon irgendwie, vielleicht haben wir Groot oder so drin. Das wird ja irgendwie dazu passen, ne? Aber leider nicht. 800 V-Bucks für Stumpy. Vor 33 Tagen ist das letzte Mal im Shop gewesen. Und ja, dann haben wir noch den Shadowboxer drin. 200 V-Bucks das Ganze. Und der war zuletzt vor 12 Tagen das letzte Mal drin. Und dann haben wir natürlich noch den Emote, den ich jetzt gerade geschenkt bekommen habe von Melone. Grüße gehen da nochmal raus. 800 V-Bucks. Vor 77 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen. Sieht auf jeden Fall so aus, als wenn die Spaß haben würde dabei. Die Augen vor allem. Krasser Dance. Nice, wie die abgeht. Hammer. Absolut nice. Ja, mein Highlight natürlich heute durch die Shop-Aktualisierung, die es ja heute Mittag beim Update gab, Black Widow. Aber zu 1000%. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr als Highlight seht. Also ich muss ganz klar sagen, ich bin Marvel-Fan und deswegen 100%ig. Ich feiere den neuen Modus auch, der ist ziemlich cool gemacht. Deswegen, da geht mein Highlight hin. Dem ganzen Shop gebe ich heute tatsächlich mal eine 8 von 10, denn ich weiß, heute Mittag ist das Ganze ja schon released worden. Trotzdem ist er noch nicht in meinem Shop-Video vorgekommen. Deswegen gebe ich dem Ganzen eine 8 von 10. Alleine schon wegen der Featured-Item-Seite. Wenn wir jetzt noch einen der großen Helden sehen, also wenn wir jetzt noch den Cap sehen oder wir sehen Thor oder sowas, dann flippe ich komplett aus und dann gibt es eine 10 von 10, was wir noch nie hatten. Da bin ich mal gespannt, ob wir sowas sehen werden. Aber ja, ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie gesagt, was ihr im Shop geben würdet, was euer Highlight ist. Und wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da, unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code, wenn Snipes. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.